Und für uns ist Steffen Schwarzkopf in Tel Aviv. Ja, also Steffen, schönen guten Morgen. Es gibt ja Meldungen, wonach ein sogenannter Geiseldeal praktisch vom Tisch ist. Was hörst du dazu? Was ist da dran? Also tatsächlich berichtet das an diesem Morgen der sehr, sehr gut informierte Kanal 12 hier in Israel und beruft sich da auf Unterhändler, israelische Unterhändler, die sagen, letztendlich werden wir hier zu keiner Lösung finden. Woran liegt das? Das ist zum einen natürlich der harte, knallharte Kurs von Premierminister Netanyahu, der sagt, Soldaten werden auch an der Grenze zwischen dem Gazastreifen und Ägypten, israelische Soldaten, nicht abgezogen. Zum anderen aber auch hat man mehr und mehr den Eindruck, dass die Hamas überhaupt nicht interessiert ist, da zu einem Abkommen zu kommen. Yahya Sinwar, der Hamas-Führer, hat jetzt noch einmal draufgesattelt, hat gesagt, wir wollen noch weitere 100 palästinensische Gefangene aus israelischer Haft frei bekommen. Wir sprechen dort von Inhaftierten, die lebenslange Freiheitsstrafen absitzen, also von letztendlich verurteilten Terroristen. Also, das sind die Forderungen, die nicht zu vereinen sind. Ein kurzer Blick in die USA. Dort wird ja an einem neuen Abkommen gearbeitet. Da heißt es inzwischen auch, es hat keinen Sinn, etwas zu präsentieren, was keiner haben will. Und das heißt nichts anderes als Stand jetzt. Tatsächlich sind die Verhandlungen um eine Geiselfreilassung quasi tot. Und welche Konsequenzen hat das, auch mit dem Blick auf zum Beispiel den Iran und die Hisbollah? Gerade mit dem Blick auf die Hisbollah ist das möglicherweise wieder eine weitere Eskalation. Die Hisbollah, die hatte ja gedroht, wenn es da keinen Deal gibt, kein Abkommen gibt, würde man Israel wieder massiv angreifen. Auch aus der israelischen Regierung hören wir das im Übrigen von verschiedenen Ministern, von Abgeordneten, auch aus der Knesset, die sagen, wir müssen uns jetzt eigentlich dem Libanon zuwenden. Wir müssen die Hisbollah vernichten. Es gibt dort Abgeordnete, die sagen, letztendlich muss das Gebiet, wo die Hisbollah das Sagen hat, so aussehen wie Gaza. Also es hieße massive Angriffe. Und das natürlich die Reaktionen aus dem Libanon, von der Hisbollah, vom Iran. Das muss ich, glaube ich, gar nicht beschreiben. Also die Konsequenzen, die könnten tatsächlich fatal sein. Steffen, vielen Dank für diese Einschätzungen und Informationen.